Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 6.7.2020. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil Sonntag war und ich denke, ich lasse jetzt jeden Sonntag aus, weil da echt nicht viel passiert und ich so wenig zu erzählen habe. Es ist gerade 18.43 Uhr. Mein Vater ist in den Dienst gefahren. Ich bin mit meiner Mutter alleine zu Hause. Heute war Claudia da. Es war ganz schön mit ihr und wir haben gequatscht und sind draußen gesessen, haben Kaffee getrunken und geraucht und uns unterhalten. Sie hatte nun wieder gesungen und getanzt und es war ein netter Tag, ein schöner Tag. Es war ziemlich heiß draußen. Jetzt ist es abgekühlt und es regnet etwas, aber das sagt er für die ganze Woche an. Und heute ist Montag, dass es sehr wechselhaft wird, die Woche, und ja, morgen soll schon kühler werden, aber Donnerstag, Freitag dann wieder 30 Grad. Da ändert sich der Wetterbericht ja täglich und jedes Wetterportal sagt was anderes. Aber ja. Ja, wie gesagt, mit Claudia war es eigentlich recht schön und sie kommt übermorgen wieder. Morgen kommt Sonja. Ich bin schon sehr müde und habe Kreuzschmerzen. Deswegen bin ich jetzt ins Bett gegangen. Und es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen, weil einfach nicht viel passiert ist. Ich freue mich morgen auf Sonja und dann auch wieder auf Claudia. Ich finde diese Abwechslung ganz gut. Und ab August kommt Claudia am Dienstag und Sonja am Montag. Und jetzt kommt Claudia am Montag und Sonja am Dienstag. Weil Claudia ab August weniger Stunden macht und bei ihrer anderen Kundin mehr und nur noch zweimal die Woche kommt. Aber Sonja dann wieder mehr und ich finde das auch ganz gut, weil ich Claudia ist wesentlich anstrengender für mich durch das viele Zuhören und so. Empfinde ich verstehe mich gut mit ihr und mag sie auch sehr gerne, aber es ist doch wesentlich anstrengender für mich. Habe ich einfach energetisch so das Gefühl. Das hat nichts Negatives zu sagen, aber ich merke das halt. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, die Louis Vuitton-Tasche, die ich im Sale ergattert habe bei Prince for Friends, ist auch schon angekommen. Ich habe sie auch schon einmal ausgeführt. Und sie ist echt cool. Sie gefällt mir total gut. Die ist zwar nicht mit Gurt, mit Umhängegurt, aber geht auch so. Und ja, August möchte ich mir die Holzkernuhr kaufen um 208 Euro und 200 Euro wieder zur Seite legen.
Es wird sich dieses Monat nicht ausgehen, dass ich 200 € zur Seite lege, aber 150 oder so. Das ist ja schon mal ein Anfang. Im September möchte ich dann sowieso das ganze Geld von meiner Mindestsicherung oder was immer ich auch bekomme, zur Seite legen. Wenn im September das neue iPhone rauskommt, ich habe mich auch schon entschieden, dass ich mir ein iPhone kaufe. Wenn es gut ist, dass ich auf jeden Fall bis aufs iPhone warte und dann entscheide, welches Handy ich mir kaufe. Aber wahrscheinlich wird es wieder ein iPhone. Und ich möchte wieder ein Max, weil die größer sind und leichter zu bedienen. Für mich, und ich sehe es auch besser, weil die kleineren oder das 11er hat eine 6,5 Zoll und das ist zwar auch groß genug, aber Max sehe ich doch mehr und kann mir die Schrift größer stellen und hat mehr Vorteile für mich, auch wenn es teurer ist. Sonst, wie ich euch jeden Tag davon erzählt habe, versuche ich jeden Tag diese Visualisierungen zu machen. Gestern hat es gar nicht geklappt, aber wir haben auch Vollmond. Ich konnte gestern fast gar nicht schlafen und bin heute um 9 aufgestanden im Denken daran, dass die Volkshilfe kommt. Und dann ist mein Vater drauf gekommen, dass er ja Dienstag gesagt hat und nicht Montag. Aber da war es dann schon 11 Uhr. Also bin ich umsonst aufgestanden. Was mich einen kurzen Moment sauer gemacht hat, aber im Endeffekt ist es wurscht. Morgen fahre ich zu Christoph. Um 11. Also um 10 schon, aber um 11 habe ich Gespräch. Und möchte auch ansprechen, dass ich mich beim letzten Mal nicht so gut gefühlt habe mit seinen Feedbacks und dass ich da mehr Input brauche. Dieses Gespräch führen wir alle paar Monate, weil er halt immer wieder daran erinnert werden muss, dass ich mehr Rückmeldung brauche, weil er das nicht so gewöhnt ist. In einer Therapie normalerweise arbeitet man mit dem Patienten so, dass er selber auf Lösungen kommt und selber Fehler einsieht und eigentlich das meiste selber macht, aber ich bin ja jetzt nicht mehr in Therapie, sondern in Begleitung, also Begleitgespräche, schon Therapie, aber halt anders. Und ich merke einfach, ich brauche mehr Rückmeldungen und mehr Ideen von ihm, weil das Selbstdraufkommen habe ich schon in mir oder habe ich gelernt, aber in verschiedenen Gesprächen kommt es dann doch auf den Input an. Und das möchte ich ihm morgen sagen. Aber das ist in dem Sinn keine Kritik, sondern ein Verbesserungsvorschlag. Am Freitag bin ich wieder bei Kerstin. Da freue ich mich schon drauf. Auch auf Christoph freue ich mich.
Sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Nein, mir fällt nichts mehr ein. Morgen ist nichts geplant. Mal auf uns zukommen lassen und gucken. Und dann wird man sehen, was sich ergibt. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.